Adlerfels war eine Handelsstation, die am Rand eines Indianergebiets in Nordamerika lag und eigentlich nur aus einem einzigen schmutzig-grauen Steinhaus mitten in der kahlen Landschaft bestand. Heute war Markttag in Adlerfels. Darum kamen viele Indianer mit ihren Wagen und Pferden, mit ihren Hunden und Schafen, mit ihren Frauen und Kindern angefahren. Am Ziehbrunnen des kleinen Innenhofs von Adlerfels wimmelte es von Menschen und Tieren. Unter den Navajo-Kindern am Brunnen war auch ein Junge, der von seinem Vater Ashki gerufen wurde. Ashki hatte struppige schwarze Haare, die durch ein Stoffband zusammengehalten wurden. Sein Hemd war vom Staub des langen Fußmarsches nach Adlerfels schmutzig grau. Nachdem Ashki am Brunnen seinen Durst gestillt hatte, marschierte er schnurstracks in Mr. Jenkins Laden, um seinem Vater und den anderen Indianern beim lautstarken Verhandeln zuzuschauen. Noch war der Laden völlig leer. Mr. Jenkins bereitete sich wahrscheinlich gerade hinter dem roten Vorhang auf die Geschäfte mit seinen Kunden vor. In Jenkins Store gab es für die Älteren Getränke, für die Frauen bunte Kleider, Ohrringe, Stoff und Parfüm und für die Kinder gab es sogar Eis. Der Mr. Jenkins besaß einen kleinen Generator, mit dem er elektrischen Strom erzeugen konnte. Damit betrieb er eine Kühltruhe für das Eis. Ashki tastete in seiner Hosentasche nach der Vogelfeder. Wo war sie bloß? Ah, da war sie. Der Medizinmann seines Stammes hatte sie ihm geschenkt, als seine kleine Schwester geboren war. Die Eltern waren mit dem neugeborenen Baby zu dem Medizinmann gegangen, damit er das Kind unter den Schutz der Götter stellte und damit er seine Zukunft voraussagte. Dazu hatte der alte Medizinmann über dem Rauch eines grünen Feuers unverständliche Worte gemurmelt. Beim Fortgehen hatte der Alte dann Ashki angesprochen und ihm gesagt, dass er in der zweiten Nacht nach dem vollen Mond zu ihm kommen sollte. Mit klopfendem Herzen hatte sich Ashki in jener Nacht aus dem Zelt seiner Eltern geschlichen. Der Mond verwandelte die Landschaft in eine bleiche, kalte Gegend. Ashki legte den Kopf kurz in den Nacken und schaute in den dunklen Himmel über ihn. Hier und da blinkte ein Stern. Doch setzte er schnell seinen Weg fort, denn er hörte das Geheul von Kojoten. Wer weiß, dachte Ashki, vielleicht gibt es auch Wölfe, die in der Dunkelheit umherstreifen. Als er endlich beim Zelt des Medizinmanns ankam, zitterte er nicht nur vor Kälte, sondern auch ein wenig vor Angst.